Blub, blub, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Divinity Original Sin 2 mit den Eimerbärten. Willkommen. Hurra! Hurra! Die Mädels mal wieder nix, ne? Nur die Zwerge wissen, wie man es ordentlich macht. Richtig. Wir stehen hier bei Ifan, weil Sibyl wollte unbedingt nochmal mit ihm reden. Außerdem wollen wir die Frau nochmal ansprechen und bevor wir gehen, ihr sagen, dass ihre Tochter wahrscheinlich nicht zurückkommen wird, dass wir sie nicht finden konnten. Und, was noch? Ja, genau, dann wollten wir Velkmoors Weg verfolgen, haben wir jetzt beschlossen. Weil wir hoffen, dass das uns zur Phylakterie führt und wir dann nochmal zu ihm zurück müssen, eine extra Quest praktisch abschließen und wir dann wahrscheinlich in den Untergrund gehen können, um hoffentlich den längsten Weg zu nehmen und an den meisten Sachen vorbeizukommen. Mal schauen. Möchtest du anfangen, Unfug? Erstmal hallo. Hallo. Hi. Sehr ja, schön. Möchte gerne. Dann bitte. Ifan scheint einen brutalen Kampf gehabt zu haben. Er krempelt seine Ärmel runter und wischt sich beiläufig das Blut von seinen Wangen. Mit der Andeutung eines Lächelns auf seinen Lippen nickt er dir zu. Always business to take care of. Say, you were on the ship here with me, weren't you? He stretches out one rough hand to shake yours. He grips your hand tight as a vice and shakes it. Ich schüttel seine Hand. Say, you don't look all that busy now that we're safely on dry land. I could use someone to watch my back. I've just got a small errand to run. And then I'll be looking to get the hell out of here. Ich suche einen einsamen Wolf. How about we stick together until we get out of the... Sure, that's the kind of contract some lone wolves accept. Er war zwar noch am Reden, aber ist okay. Wie gesagt, das kannten wir eigentlich schon alles. Ach so. Okay. Ifan steps back a few paces at speed. He holds his hands up in placation. Mich hat eh gewundert, dass du seine Hand nicht gegessen hast, als er sie dir gereicht hat. Ach nee, du magst ja nur, wenn das Blut aufhört durchzufließen, okay. Und ich muss mich ja einschleimen. But you know, lone wolves are a large network of mercenaries, right? On contracts we work pretty independently. You know, alone. Lone wolves und so. Ein Auftrag, das hört sich windig an. Everyone needs to make a living. Das war das Normale. I make mine running errands. Ich bin mit Aufträgen wohl vertraut. Ah, I knew there was a kinship of sorts about you. Same trade, different masters it looks like. If you're willing, we could work well together. Why not help each other get out of here? Ja, das ist nur das, du willst dich nur anschließen. Da kommt. Okay. Dann gehe ich jetzt nochmal zu der Frau und überbringe ihr die frohe Kunde, dass ihr Kind zerfetzt wurde. Zumindest wüsste ich nicht, was wir sonst noch machen sollen. Ah, you're back. Please. Did you find Irma? She still hasn't returned. Where could she be? Ich finde es schade, dass wir nicht gefunden haben. Ja, sie wurde von leeren Erwachten dummerweise getötet, fürchten wir. You've been talking to that snake, Jeff, haven't you? I don't know where he gets these obscene lies. It's sick, totally sick, to torture a mother so. You stay away from that man, do you hear me? Irma isn't. What Jeff says is a lie. Ja, vielleicht ist es das. Können wir nochmal mit ihr reden? Ah, warte mal, ich will nur mal kurz laden. Ich will ihr sagen, dass sie vielleicht tot ist. Nicht, dass sie herausfindet, dass wir mit Jeff gesprochen haben. Kleinen Moment. Mich würde es nämlich echt interessieren, ob man da schon zu dem Ende kommt. Vielleicht finden wir Irma ja auch irgendwann. Könnte gut sein. Okay, dauert zum Glück nicht so lange. Hauptsache, der Boss ist froh. Komisch. Das war schon fertig. Rechne mit dem Schlimmsten. Ja, okay. Jetzt wird sie wieder nicht mit mir. Okay. Okay, vielleicht finden wir Irma noch mal. Ich behalte mal ihre Puppe. Was soll's. Gut. Wisst ihr jetzt, was wir machen müssen an dem Schrein? Weil das war doch jetzt das Letzte, was wir tun wollten, ne? Warte mal einen kleinen Moment. Geschichten von den sieben Göttern würde ich natürlich auch gerne mitnehmen, aber... Ich meine, ich könnte versuchen, die mitzunehmen. Nee, lass mal lieber. Es muss hier irgendwo einen Schalter geben. Wir werden die schon noch finden. The shrine depicts Lucy and the Divine, Avatar of the Seven Gods.
Ach so, oh, warte, ich habe das die ganze Zeit falsch in Erinnerung. Lucien, so hieß der Göttliche selbst. Klar, bei mir hieß er nicht so, weil bei mir war A eine Frau und B habe ich Gerlinde genannt. Aber ja, Lucien ist der Göttliche selbst. Wie hieß denn der dumme Penner, der sein Ziehsohn war? Komisch, ich kann mich nicht mehr erinnern. Egal, wenn wir sie auch noch rausfinden. Es kann natürlich sein, dass Lucien wirklich der Göttliche war. Ich finde den Namen nur total doof, deswegen habe ich wahrscheinlich gemerkt. Okay, ich drück den Schalter, weil anscheinend muss man nur die blöde Statue antatschen. Oh, drück den Schalter. 40 Falltür? Plötzlich Falltür anscheinend. Sehr strange. Hey, da wollte ich mich hinsetzen. Der Weg der Seele. Nee, es scheint mir echt so zu sein, dass das ein Weg hier rein ist. Ich habe noch eine gebrauchte Kutte. Oh Gott, sehen die Hüte scheiße aus. Braucht jemand einen neuen Hut? Gerne. Ja, gerne. Mit zwei Rüstungen. Aber schicke mal zu Bill. Da ist er. Okay. Wie gesagt, ich hoffe, dass das hier nicht in den Kerker führt oder so. I'm beautiful. Wunderschön, so ja? Beautiful. Hier wächst da was aus dem Kopf. Das sieht eigentlich schon ganz gut aus. Naja. Was ist das denn hier? Ein Kopf. Also eine Blume hätte gereicht, aber das sieht süß aus. Like a long faded memory. Mir kommt das Gesicht in der Wand bekannt vor. Das ist sehr strange. Ich erlaube einem einzelnen Wassertropfen auf meiner Hand zu landen. Burns, both hot and cold, and yet you feel no pain. You step towards the flow, desiring more, wanting desperately for it to take you, and darkness envelops you. Oh crap, das hier ist ein Portal. Oh, freudenfeste Kerker ist ein Wegpunkt. The goddess carries a strange expression, one of expectation. Das hier ist nur ein Wegpunkt, okay. Oh, wir sind hier, wo der Hebel ist. Hier waren wir eben auch, nur links halt in der Zelle. Aber das heißt, wir kommen hier jederzeit zurück, weil wir hier geöffnet haben. Aha! Das gefällt mir. Leider kommen wir da nicht durch. Können wir die Sachen hier alle knacken? Ich würde sagen, wir nehmen jetzt einfach mal den Seelenweg, weil wir... Ja, hier kamen wir eben auch rein und hier ist Sillig. Private Bereiche also drin, what? Genau, ja, hast du ja schon vorgelesen. Bro, deine Zelle war nicht verschlossen. And? Got no reason to scramble out, me. It's hot and busy out there. School and quiet in here. Ich kann ihn verstehen. Also, wir suchen nach Fluchtmöglichkeiten. Hast du da irgendwas Hilfreiches für uns? Ow, you must be mad. Head out one way, you're back in the joy among the rabble. Head out another, you're knee deep in the hollow marshes. I'll take a nice quiet cell any day of the week, and twice on Lucian's day. Das trägt doch kein Halsband, ne? Ja. Hier ist noch ein Eimer. Junk. Ich hab gehört, Sibylle hat ihren verloren. Kannst du die Tür öffnen, Sibylle? Bestimmt. Da ist eine Ratte drin, mit der wir reden könnten. Die Frage ist, verlierst du dabei einen Dietrich? Ich denke. Könnten sie auch einschlagen. Dann öffne lieber... Oh. Hier ist eine Höhle. Wisst ihr, was hier ist? Was denn? Das könnte der Untergrund sein. Wartet mal, ich gehe gerade mit der Kamera durch. Nein, ist es nicht, aber es sieht geil aus. Öffne die bitte mal die Zelle mit der Echsentruller. Doch, das ist der Untergrund. Ja, super, dann können wir den Weg auch noch erkunden. Da ist nämlich auch noch eine Truhe und so ein Blödsinn. Dann können wir da kurz mal hochlatschen. Da gibt es hier auch noch was zu kämpfen. Oh ja, könnte man wahrscheinlich, ne? Boah, weg von der Strich. Ich glaube, so geht das nicht, Gommel. Also, mit ein bisschen Zeit kriege ich die Tür kaputt.
Ganz bestimmt. Darf ich? Auch nur ein paar Runden. Ja, dann darf ich? Wenn du im Feuer landen willst, das war nicht so klug, Rommel. Warum? Just saying. Ja, ich bin schneller. Guck. Tür offen. Komm her. Zah. Dankeschön, Lose. Bitteschön. Mach die andere Tür halt auf. Okay. Sei still. Wenn die Magister kommen, sind wir bei den großen Schwierigkeiten. Alright. If they think for a second, I'm trying to escape again. Das Gefühl, das bringt nicht so viel. Vor allem, du hast ja eine offene Wand. Was hast du gesehen? Not seen. Heard. There's a man over there. They tortured him, questioned him. Seekers, something about Godwoken. He didn't know anything, but they didn't care. I heard his screams. I heard something. Die Tür ist schockiert. Eating him from the inside. Eating him. No, no, no. It can't happen to me. It can't. Komm, denk daran, du hast die Katze dabei. Du kannst nicht hierbleiben, wir sind nicht sicher. Inside the bones are gnashing. In here the magisters are cutting, slicing, grinding, smashing. Bitte noch nicht zu viele Türen öffnen. What to do? Du wirst hier, also entweder werde ich die Freudenfest verlassen oder sterben, was soll's. Poor fool. I hope it's an easy death then. Decapitation. Yes, I do wish that for you. No, take care. Die Arme, Zeichen des Widerstands. Oh, gehörte sie dazu? Hier liegen Dietriche. Dann gib's sie an Sibyl. Aber hier ist auch der unterirdische Tunnel. Den könnten wir jetzt zurückgehen in Richtung Strand. Ein Elfenskelett. Deine Rüstung ist kaputt. Ja. Musst du wohl reparieren, aber dafür brauchst du nur einen Hammer, glaube ich. Ich glaube, die Viecher da sind nicht gerade freundlich. Eben. Ich hatte gehofft, dass wir hier noch ein bisschen kämpfen können. Königliche Feuerschnecke. Wollen wir uns erst noch die ganzen Türen hier anschauen? Hier ist jemand namens Werder. Ja. Wir kommen doch eh hierhin zurück. Ich meine, wir können auch gerne nochmal zurückporten und den Weg von der anderen Seite ausgehen, wie es sich gehört. Und uns durch die Viecher durchkämpfen, weil das sind gute XP, die wir sonst verlieren. Außerdem geile Kämpfe wahrscheinlich. Du musst doch nicht auf die andere Seite, ich meine, wir können auch hier runterrennen und die töten. Naja, aber... Wir können mit der königlichen Feuerschnecke reden. Stimmt. Das ist strange. Soll ich mit der reden? Ja. Nein, töten. Reden. Ah. Erstmal versuchen wir zu reden. Die hier wart. Katze? Nee, die Katze ist weit weg von allem. You there. Whatever you are. Did Bracchus send you? Is he ready to apologize? Ist Bracchus bereit, sich zu entschuldigen? Ich bin nicht sicher, was du damit meinst. Servants these days. Stupid as turkeys, aren't they? When I get out of this place, I'll educate them all with fire. Ich habe wichtige Neuigkeiten von ihm. Er wurde bezwungen vor sehr langer Zeit. Bracchus is gone. You're telling me that my Bracchus, my betrothed, is no more. Betrothed? Ja, das wurde er. You're absolutely, positively sure. That means I'm free. I can take suitors. Find myself a real prince. Na, Bestie, wie wär's? Ja, du hast doch gesagt, du möchtest noch ein paar Leute. Oh, ich meine, als Feuermagier, I don't care. Sie ist sogar königlich, von daher. Ja. Läuft. Klebriger Brief. Take this proclamation and see that all hear of it. Princess Xenthia of the Firelands is free once more. Go now. Okay. I expect the most eligible kings and suitors to be petitioning for my hand in marriage as soon as possible.
Könnt ihr mir vielleicht noch mal erzählen, wie ihr in diese Notlage geraten seid? I suppose the small folk of Rivalon ought to know my tale. All was well after my engagement to Brakkus for a time. But then... Then he started to pay less attention to me. He had in mind only to play around with his blasted sauce follies. I gave him a good tongue-lashing about it in front of the whole court. But, well, it didn't have the desired result. Lass mich raten, er hat dich in eine Feuerschnecke verwandelt mit der Quellenmagie. He transmogrified me and all yep. my servants into the beasts you see before you. I will not yield, though. I remain royalty, right to my very core. Okay, danke für die Info. Ich kann auch mit den anderen reden, die greifen uns nicht an. Isn't that nice? Gehen wir mal ein Stück. Ich meine, ich würde sagen, wir erkunden einfach mal den Weg, weil hier gibt es noch Loot und so. Anscheinend doch keine XP. Ich hatte gehofft, wir können die Viecher metzeln, aber... Das kann sind man jetzt immer noch tun. Nicht die Schwächsten. Sollen wir wirklich die Arme metzeln, die von ihm einfach nur... Nee, also ich würde es nicht tun. Feuerpfeil, Holzmistgabel. Ja, schließlich kein Mensch. Oder eine Echse. Schmeckt bestimmt nicht. Ich würde gerne mit der reden. Ich darf mit der Schnecke nicht reden. Ihr ereignet euch nicht, den Schleim der Prinzessin zu küssen. Nur. Okay. Ja, sie ist wunderschön, wie ein schleimiger Meteor. Ew. Ich habe noch irgendwas bekommen. Ein Feuerpfeil für Sibyl. Bitteschön. Dankeschön. Ihr habt schon gelootet. Sehr gut. Irgendjemand redet noch mit der Schnecke. Trennern zusammenhangslos und schüttelt ihre massige Gestalt in Richtung des Höhleninneren. Awesome. Das sind ja tolle Kreaturen. Ich wette, wenn wir aus einer Richtung gekommen wären, hätten die uns direkt angegriffen. Möglich. Naja. Haben wir uns ein bisschen was gespart, hä? Eine zerfledderte Notiz. Und einmal mit Wasser. Gott, Lora ist bescheuert. Lora? Hier die komische Katze mit dem Eichhörnchen drauf. Ach so. Ach so, Herr Lora. Du musst übrigens deine Rüstung immer noch reparieren, Grommelbommel. Ich gebe dir mal einen Hammer. I don't know. Lese mal die zerfledderte Notiz kurz vor. Bis hierher habe ich es geschafft. Jetzt ist es nicht mehr weit. Ich kann sie reden hören, diese seltsamen Kreaturen. Eine ist die Königin, glaube ich. Sie sind die andere. Sind die anderen ihre Untertanen? Soweit ich erkennen kann, sind sie schon lange hier unten eingesperrt. Ich will heimlich vorgehen. Ich schleiche mich an ihnen vorbei, wenn die Königin eine besonders leidenschaftliche Rede hält. Sie werden mich gar nicht bemerken. Heim, zu Carvo, zu Rusket, auf meinen Hof. Interesting. Ein Wasserballon. Gebe ich mal Sibyl. Nee, die Trankflasche. Ist für... Komm dir. Eine Granate. I know. Trotzdem gebe ich sie dir. Oh, wir haben noch den klebrigen Brief von der Königin. Einwohner Rivalons, hoch oder niedrig, lasst euch kundtun, dass die geplante Vermählung ihrer Hoheit Prinzessin Xenthia von den Feuerlanden mit dem nun gefallenen Herrscher Brakkus Rex abgesagt wurde und aus allen öffentlichen Aufzeichnungen zu tilgen ist. Weiters geruht, ihre Hoheit bekannt zu geben, dass die Anträge geeigneter Herren von Adel und Wohlstand entsprechend ihres königlichen Standes zu berücksichtigen geruht. Prinzessin Xenthia sei gesegnet. Wir sind so awesome, wir verhelfen sogar einer Feuerschnecke dazu, mal ordentlich durchgebürstet zu werden. Ist das nicht schön? Ich finde, wir verbringen nur großartige Taten. Mhm. So, ich teste jetzt, ob das wirklich an den Strand führt, ganz kurz, und dann komme ich sofort zurück. Jawohl, das war der Weg am Strand entlang. Finde ich eigentlich ganz cool, dass wir sie jetzt nicht töten mussten. Ich hätte zwar gerne die XP gehabt, aber finde ich eine coole Sache, dass wenn man aus der anderen Richtung kommt, man sie nicht töten muss. Vielleicht müsste man so oder so nicht. I don't know. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr es wisst oder eure Vermutungen dazu. Und dann freue ich mich darauf, mit euch zu diskutieren. Mensch, geht das leer. Okay, wir haben ja sonst nichts mehr, oder? Haben wir alles gelootet? Blöde Immerhin Frage. Bis ja. Bisschen Crap bekommen. Was von meiner Rüstung ist kaputt und wie kann ich die reparieren?
Mit einem, du musst mit dem Hammer, musst du auswählen. Ich weiß nicht, es stehen nur einige Ausrüstungsgegenstände, sonst nichts. Im letzten Teil wurde das mit einem Blitz, glaube ich, gekennzeichnet. Wenn irgendwas kaputt war. Das Ding ist, es gibt sonst keine Kennzeichnung mehr dafür, dass irgendetwas, also in welchem Zustand irgendetwas ist. Ach da, okay, das Schwert. Okay. Okay. Reparieren. Ja, du hast es ja auch gegen Türen, gegen Holztüren geschlagen. Natürlich geht es dabei kaputt. Ein Hammer geht dabei nicht kaputt, ein Schwert schon. Ein Schwert ist eine relativ dünne Klinge. Okay. Die sehr in Mitleidenschaft gezogen wird davon. Die ruinierst du praktisch damit. Ich mach derweil mal die Tür zur Ratte kaputt. Oder habt ihr die Ratte schon gekillt? Ne, ist noch da. Die Tür, sie brennt. Ach, die geht gar nicht kaputt. Mach doch lieber die Tür da links zu diesem Werder kaputt. Ich krieg die Tür nicht kaputt, die zeigt mir keine Lebensenergie an. Welche Tür? Links von dem komischen langen. Die ist schon noch ziemlich kaputt. Dem komischen langen. Von der Echse? Ja. Ah ja, okay. Ja, die braucht nichts mehr. Fünf Schaden und dann. Ja, aber die eine zur Ratte hin müssen wir aufbrechen. Die kriegen wir sonst nicht kaputt. Ach, hier ist der, der von innen heraus gefressen wurde. Oh, der lebt noch. Der Gefolterte lebt noch, Leute. Schön. Seid ihr da? Mhm. Auf dem Weg. Und warten wir noch auf Gromdir. Kannst dich crossen, das weißt du, ne? Oh Gott, der braucht ewig lang. Wie denn? Auf den Anker? Ja, stimmt, wir haben doch wir haben doch den Kerker freigeschaltet, den Punkt. Ups. Also war die Seele, also durch die Statue zu gehen, der beste Weg eigentlich, weil wir dort sowohl an den Wegpunkt vorbeikamen, als auch die Tür öffnen konnten, die uns dahin zurückbringt. Also verwesend könnte ich sogar heilen. Wart erst mal. Vielleicht verlangt er das ja oder möchte das ja von uns. Arme Kerl, ey, der verwest noch. Lass uns erstmal mit ihm reden. Bist du da, Gromdir? Ja, sehr gut. Ich fange an. The elf's skin is pale as a corpse's, but his face contorts with inscrutable emotion. Joy, horror and rapture flash over him like the changing surface of a pond. Na geil. His eyes lock onto yours. It's you! Der sieht ja auch hübsch aus. Oh, der hat dieselben Zeichen wie Migo. Das ist doch der schwarze Ring. Oder irgendeine andere Organisation dahin. Ich glaube, das ist der schwarze Ring, den er da hat auf der Stirn. Das ist Zugehöriger zu den denjenigen, die Welt verdammen wollen mit Hilfe der Dämonen. Ihm sagen, dass er wohl einen anderen Zwerg erwartet. Du kennst ihn nicht. In Frage, was hier geschehen ist. Was wohl einen anderen Zwerg erwartet? Ich kenne dich nicht. Hilf. No, it's you. It's... His back suddenly arches as he spasms in pain. I know it's you. You're like me, see? I'm not the last. The bishop doesn't count. No, he doesn't count. And I'm done for, but you, there's still hope. Für wen hältst du mich? He screws up his face, as though trying to see a small dot on a far horizon. You? Why, you're everything. You need to go. Dallas, after she took me, she did something. My head. I feel like someone's rummaged their fingers through my skull. Get out while you can. Ich kann dich hier rausholen. Oh, love, I'm wrecked. Can't go. Couldn't move my feet. As likely to stab you in the neck as shake your hand. He giggles coquettishly, then bellows like a bear. Leave! Kannst ihn gern versuchen zu heilen. Schon wieder Zeichen des Widerstandes. Interesting. Das sieht so geil aus, wenn du die Füße so in den Boden rammst. Das sollte zumindest verwesend auch heilen, aber tut es irgendwie nicht.
Versuchen wir es mal damit. Nope, er wird in gar keiner Weise geheilt. Okay. Ja, ich denke, ihm können wir wirklich nicht helfen. A single tear rolls down. I'm not the last. The bishop doesn't count. No, he doesn't count. You'll know. They'll find you. Sie suchen uns. They'll seek you out. That's their job. Get it? Yes, yes, of course you do. Wird auch keiner merken, dass wir da waren. Die Tür steht ja noch in ihrem Schloss. After she took me, she did something. My head. I feel like someone's. Bye bye, love. Tell him I said hello when you make it out. They'll be looking for me. Oh, 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 böse Dinge. Sollen wir ihn nicht erlösen? Bringt das was? Du willst ihn nur wieder essen. Ich meine, wegen mir stech ihn halt ab. Mit deinem Speer. Oh, da steht übrigens Magister Hundemeister. Schwertkämpfer, Hundemeister, Waldläufer. Also wir werden gleich einen Kampf vor uns haben und noch einen Waldläufer. Wir haben zwei Waldläufer am Arsch. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind Waldläufer pervers. Die hauen ganz schön rein. Wir könnten uns zu dem Skelett hier noch teleportieren, das 2000 Lebenspunkte hat, Stufe 18. What the fuck? Könnte mich da jemand rein teleportieren? Ich kann es versuchen. Speichert. Ich speichere nochmal selbst. Oh, da liegt ein Schlüssel auf dem Schemel. Eine blutige Notiz, okay. Porte mich da bitte mal rein. Habt ihr ihn schon abgestochen? Ne, okay. Und es wäre schön, wenn wir die bei der Ratte noch aufmachen könnten, die Türe. 600 EP, das lohnt sich, das hier zu tun. Oh, schlichter Anhänger. 9 magische Rüstung plus 1 Verstand, 10% Giftresistenz. Oh, damn. Willst du lieber den haben, anstatt Sahelas Amulett? Ich würde lieber Sahelas Amulett haben, glaube ich, auch wenn das nur weniger magische Rüstung gibt. Schatz, willst du den haben? Was, genau? Der bringt Verstand, das heißt mehr Zauber-Slots. Ja, gerne. Oh, ich würde da auch gern rein. Warum? Naja, ich denke mal, wir werden gegen diese Magister Hundemeister kämpfen. Und bei dir ist eine Treppe genau da auf dem Vorsprung. Ach, eine Leiter meinst du? Oh ja, stimmt. Ja, eine Leiter. Ja, den Fehler mache ich auch dauernd beim Let's Playen, glaub mir. Ja, du könntest da hoch. Okay, dann kannst du mich wieder raus teleportieren, bitte, weil ich würde lieber mit euch hier kämpfen. Ich muss doch kurz warten. Okay. Ich würde, glaube ich, auch nicht. Es würde nicht viel Sinn machen, wenn unser Krieger dahin geht, weil ich glaube, den Krieger brauchen wir, um den Hundemeister fernzuhalten. Könnte mich dann aber der Krieger vielleicht da rein teleportieren? Ja. Warum? Willst du auch dahin? Nee, ich würde dann auch mich dahin aufpositionieren. Ihr könnt es gerne versuchen. Wenn ihr zusammen seid, ist es ein bisschen schwieriger, beziehungsweise ekliger. Aber ihr habt die Tür zur Ratte noch nicht geöffnet, ne? Nö. Nee. Ich dachte, die können wir jederzeit machen. Ja, gut, an sich schon. So, Auron, ich hab dir mal die Sachen geschickt, also die Handschuhe. Jetzt, ich hätte dich auch dahin teleportiert, Schatz. Lass mich halt auch mal Magie machen. Oh. Wenn du meinst. I can do magic. So, wo können wir in den Raum da jetzt rein, ja? Genau. Okay. Ich versuche gerade noch was zu basteln. Wie kommt man ins Crafting-Menü? Inventar. Rechtsklick auf irgendwie. Ach, kombinieren. Okay, schön. Gehe ich meine Handschuhe noch wieder? Achso, ich dachte, ich soll ihn noch mit rein teleportieren. Achso. Gary, willst du auch rein? Nein. Ich will hier draußen bleiben. Ich brauche die Reichweite für die Ebenen und sowas, damit ich nicht da gebunden bin. Wartet mal, ich. Außerdem können die Bogenschützen Flächenangriffe machen, by the way. Also have fun, guys. Das Ding ist, ich will den Heiltrank kombinieren, aber ich kann ihn nicht kombinieren. Du musst den aufteilen. Ach so. Aufteilen. Okay. Ich habe leider nur 3 Stück, das heißt, ich kann nur einen mittleren damit machen. Okay. Hat jemand noch einen Heiltrank übrig? Den könnte ich euch geben, dann könnt ihr noch einen mittleren machen. Einen kleinen, wohlgemerkt.
Große Heiltränke brauchen wir noch nicht machen, weil die sind sinnlos. Ne, Krommel? Ich habe nur eine mittlere noch. Okay, dann passt das. Dann mache ich halt nur den einen mittleren. Ich habe drei mittlere und einen kleinen. Das sollte passen. Gut, dann speichern. Wollen wir loslegen? Hast du ihr die Handschuhe zurückgegeben, Krommel? Jawohl. Dann komm her zu mir. Muss ich? Ich meine, ich kann dich auch ein bisschen verschwarten und hier liegen lassen. Ich gehe schon mal vor. Sehr gut. Ich muss irgendwo falsch abgebogen sein und werde jetzt zum Lager zurück. Ja, klar, als ob. Ich gehe und ich rate euch, euch mir nicht in den Weg zu stellen. That's almost cute. He looks you up and down. Ja, wir haben übrigens links noch ein paar Leute, die euch jetzt wegballern, läuft. My hands all love you. Dwarf meat is their favorite. They like the stink of it. Ich geb dir gleich mal Gestank. Ja, es war klar, dass der Penner Hunde beschwört. Oh, er geht zu euch hoch, nicht so cool. Au, warum mich? Da ist der Krieger. Soll ich mich jetzt um den Hund kümmern oder auf den, um den... Ich nehme lieber den Hund. Bleib lieber hier, sollen die rankommen, dann verschwenden sie Punkte. Als wenn du rangehst und selber die Punkte verschwendest. Es ist immer besser, den Gegner rankommen zu lassen. Strategisch. Ich glaube aber eher, dass der Hundemeister tatsächlich gleich da hochmarschiert und unseren Magier in den Arsch tritt. Ja, aber er muss erstmal da hinkommen. Bis dahin können die schon weg sein. Ich habe den Speer ausgerüstet. Ja. Okay. Zur Not kann ich ihn wegteleportieren. Sibyl ist kein Magier, denk dran. Sibyl ist... Genau. Ist ein Schurkin. Aber wir zwei können instant den Hund wegklatschen. Okay, der Waldläufer ist ein bisschen fieser. Also klar. Aber er hat Punkte verschwendet. Und wenn man dich dazu zwingt, Punkte zu verschwenden, ist das gut für uns. Ja. So, ich bin leider aber gebunden. Ja, das Blöde ist, das Blutvieh macht physischen Schaden. Gut für den Quellenhund. Vielleicht kann ich dir damit auch mit dem anderen helfen. Ich mach das Blutvieh, okay? Okay, außerdem beschwöre ich direkt ein Totem. Meint ihr, Öl ist gut? Oder lieber auch Blut? Mach ruhig Öl. Ah, ich komme gar nicht an Öl ran. Ich hatte gehofft, ich komme ein bisschen weiter. Ist das Öl? Das ist Öl. Kann ich es da hinpacken? Ja, okay. Sehr schön. Und soften wir sie weiter ein bisschen an, während mein Vieh klatscht. Wie stark bist du? Du hast 17 plus 5. In beide Richtungen. Okay, das heißt 23. Das heißt, ich sollte vielleicht besser noch nicht den Mückenschwarm machen. Bluten für 2 Runden. Vielleicht doch. Ich schlage einfach zweimal zu. Ich heile mich durch Blut. Awesome. Oh, that's lovely. That's so lovely. Oh, crap. Au. Querschläger, scheiße. Deswegen mag ich Bogenschützen nicht. Ich hoffe, du warst schon... Das ist okay. Das war gut. Solange der Hund es jetzt nicht tötet, kann ich mich wieder hochheilen. Ich glaube, Ermutigung bringt nicht viel. Ne? Ja, ich erwische nur mich. Ja. Auch noch nicht mal... Noch nicht mal Sibyl. Mm-mm. Oh, damn. Stürzt sich auf den Waldläufer. Oder versucht, den Hundemeister aufzuhalten, hätte ich gesagt. Dass er nicht so schnell vorankommt oder so. Genau, schützt sich erstmal. Das ist eine gute Idee. Wobei es fast besser gewesen wäre auf Sibyl, weil sie hat keine Rüstung mehr. Alles gut. Und du hast mehr gehabt als sie, glaube ich. Blockiert durch magische Rüstung. Oh, der Hundemeister hat aber echt viel. Ich habe einen Notfallplan. Okay. Boah, ich müsste 4 AP aufbringen. Das gefällt mir nicht. Wer denn der Notfallplan? Ich kann mich unsichtbar machen. Deswegen stimmt. Auch dich ist besser. Gute Idee, ja. Den Gegner wird es wahrscheinlich täuschen. Hoffentlich. Die AI ist gut hierbei. Aber dadurch kann der zumindest keinen Gegenschlag machen auf dich. Wenn du dich unsichtbar machst und wegbewegst, dann kann er keinen Attack Opportunity machen auf dich. Fleischopfer. Ich mag die Kämpfe hier, die sind cool.
Die fühlen sich gut an. Nicht zu einfach, nicht zu schwer bisher. Oh, that hurts. That hurts. Das war schön. Ja, der Typ muss jetzt. Machen. Aber der Typ muss jetzt erstmal die Treppe hochrennen oder irgendwas. Ja, okay, das war kacke. Oh, damn! Oh, wow. Viel zu hochrennen. Ja, gut, damit hätte ich ja nicht rechnen können, oder? Aber ich bin nochmal dran. Das ist sehr schön. So, Moment. Oh, Chicken? Chicken Polymorph? Ja, aber leider hat er physische Rüstung. Bringt das nicht. Ja, gut, wir müssen sie trotzdem irgendwann runterkloppen, ne? Du jetzt damit anfängst oder später, ist wurscht. Nur. Du kannst euch auch auf den Waldläufer konzentrieren und den erstmal killen. Damit ihr dann zu zweit euch um den Hundemeister kümmern könnt. Und vielleicht kann Grommel noch von der anderen Seite kommen, während ich mich um die anderen beiden kümmere. Ich meine, ich kann ihn auch immer noch wegteleportieren. Vielleicht solltest du das. Weil er hat seine Fähigkeit gerade aufgebraucht, der kommt so schnell nicht mehr zurück. Wenn du den maximalen Entfernung zu uns portest oder so, okay. In der Richtung. Wenn du ihn sogar aufs Ölfass hauen kannst, dann liegt er im Öl, dann kommt er noch langsamer zu euch. Hatte ich sogar vor. Oh, der Köter haut rein, hä? Ich krieg den Köter tot, wenn du auf den Schwertmeister gehst. Ich glaube, ich kann ihn killen. Mit meinem Blutvieh. Und meinem auch noch, aber vielleicht mache ich auch den Schwertkämpfer kaputt. Oh, dass er auch noch Ermutigung bekommen hat, das ist ziemlich unfair. Wisst ihr, was wir brauchen? Wir brauchen einen Rundumschlag für unseren Krieger. Ja. Hätte schon öfter benutzen können. Er ist vor allem jetzt flankiert, das ist ziemlich blöd. Ja gut, das ändere ich gleich. Und es macht nicht so viel, ganz ehrlich. Flankiert ist hier ziemlich schwach. Ist nur ein bisschen ausweichen. Im ersten Teil war es schlimmer. Ja, viel schlimmer, meine ich, ja. Ja. Ich meine, du hast sogar mehr Schaden gemacht irgendwie. Der hat Verteidigung verloren oder sowas, ne? Ja, Verteidigung verloren, ja. Gute Sache. Ich hoffe, der hat jetzt nicht mehr Rüstung. Ach, das ist halt. Feige das Sau, ist ey. Nett. Okay, was wäre der beste Zug hier? Ich bin zuversichtlich, dass meine Inkarnation den Hundi töten kann. Ich sollte auf jeden Fall noch einen Elementartotem beschwören, finde ich, weil damit übertrumpfen wir sie früher oder später. Also je mehr wir davon haben, desto besser. Jupp. Ja, ja. Ich versuche das Bluttotem so zu legen, dass es ihn noch angreifen kann, aber ich bin mir nicht sicher, ob das funktioniert, also. Aber dann kloppen wir damit auch die physische Verteidigung von denen runter. Jetzt ist die Frage, was wäre am besten? Ich könnte jemanden heilen. Ich könnte versuchen, Sibyl zu heilen zum Beispiel. Ah, außer Sichtweite. Ich hatte befürchtet. Ich mach das dann schon. Besser wäre es, wenn der Hundemeister wegteleportiert wird und dann kann ich mich auch selber heilen. Kann sie beides das machen. Das geht oder? Sich eher aus. Ich gebe dann insgesamt 3 AP aus. Aus, ja. Ich meine, ich könnte euch auch in die Luft jagen mit einem Feuerball. Ja, das ist auch eine sehr gute Idee. Ne? Finde ich auch. Kann ich den Köter in die Luft jagen und den Typen? Ne, da wird Grommel mit drauf gehen. Vielleicht nicht so die beste Lösung. Magische Rüstung. Ich habe noch volle magische Rüstung, also mach ruhig. Meinst du? Ja. Ich habe ja durch das Schild jetzt wieder ein bisschen mehr und ich habe eine Fähigkeit namens Schilde hoch, also das gibt mir wieder Rüstung. Okay, let's try. Dog is dead. Ow. Aua. Und doppelt natürlich. Seht ihr, deshalb will man, dass sie sich bewegen. Damit sie nicht zweimal hintereinander angreifen können. Okay. Ja, da werde ich auf jeden Fall das versuchen. Ah, schön. So, da geht so eine physische Rüstung nämlich drauf. Bewegen nicht möglich, weil verkrüppelt. Na toll. Immerhin spart er ein paar Punkte. Oh, guck mal, was er verwendet. Ja, genau dasselbe kann ich aber auch gleich machen. Ich werde dich gleich heilen, glaube ich. So, kommen die Mädels klar, ist das Problem. Ja. Ist es nicht so gut, dass wir uns getrennt haben? Ich hatte gehofft, wir können ein bisschen näher kommen. Oh, okay, das ist nice. Ich würde nur ungern Delorus verbrennen. Weil der sieht aus wie
Ein Unter? Den Ben? Deswegen will ich es nicht anzünden. Ja. Er ist immerhin umgenockt worden von denen, das heißt, er kann nicht so schlimm sein. Hier kommst du nicht so schnell raus, mein Freund. Oh Gott, damn it. Au. Oh, Sibyl ist wieder voll, sehr gut. Einen? Gott. Ja. Nice. Oh, come on. Bitte sag mir, dass du ihn jetzt noch töten kannst, irgendwie. Ja, ich kann ihn noch töten, aber... Nicht noch ein Schlag? Eben, weg. Sehr schön. 500 DP for the win. Wir kriegen den Schwertkämpfer locker down. Ich muss nur gleich Grommel heilen. Während mein Feuertotem brennt. Das ist nicht so cool, ehrlich gesagt. Das hat noch nicht viel gemacht. Mein Bluttotem. Die sind ein bisschen langsam für meinen Geschmack. Ich find's eigentlich cool, dass wir so in brennendem Blut stehen. Ich beschwöre gleich den Feuertod, ja. Und dann brennt der Penner auch gleich. Ich würde mich an deiner Stelle nicht so viel bewegen hier drin. Ich meine, so, wenn du rauskommst... Wir machen mal als erstes das hier. Denk dran, wenn er dir in den Rücken fällt, kann er kritisch Treffer landen. Okay. Als zweites machen wir mal... Ich find's so geil, dass um mich herum eine Feuergranate explodiert ist und ich habe insgesamt 5 Schaden bekommen im Kampf bisher. Und das wäre nicht von der Feuergranate. Komm, die sollte vielleicht auch einen Trank nehmen oder so. Ist halt die Frage, kannst du einen Trank nehmen oder ich... und ich heil dich oder nur eins von beidem? Ich meine. Oder aus dem Feuer rausgehen. Ja. Feuer rausgehen und Trank vielleicht was. Naja, du solltest dich so wenig wie möglich bewegen hier drin, weil du kriegst jedes Mal Feuerschaden, wenn du dich bewegst, mit jedem Step. Und wenn ich will mal was versuchen. Wenn du drin bleibst, bleibst du halt am Brennen. Das ist halt das Hinderliche da dran. Er darf halt nur nicht dem Hundemeister den Rücken zudrehen, weil sonst crittet er den Tod. Okay. Ha, das war gut. And that hurts. Gott, ich hasse diese blöden Penner. Okay, ich heil dich. Gut, dass ich Heilung habe. Okay. Es ist nicht viel. Es wird dich nicht retten. Das zeigen. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht, aber dann sind es halt 2 Angriffe, die nicht auf euch gehen. So. Meine Inkarnation sollte das noch überleben. Ich habe noch genug dafür. Ich glaube, das ist hier gut. Oh, das ist gut. Das ist solange er jetzt nicht tot gecrittet wird, was passieren könnte. Meint auch eher, okay. Das Tote, das ist auf den Waldwolf verschießt. Achso. Mein Vieh kann sich leider nicht heilen. Ich glaube, es ist tot, wenn ich mich bewege. Soll ich aber eventuell gleich Regen machen dorthin? Oder macht es denn deinem Feuer-Totem irgendwie Schaden? Das sollte dem ziemlich egal sein, glaube ich. Beziehungsweise schwächtes. Ich kann nachgucken. Wasser 100% verringert den Schaden durch Wasser. Minus 100%, also ich kriege 100% mehr Schaden durch Wasser. Aber es macht ja keinen Schaden, der Regen. Ich bin nur feuerimmun. Okay. Ja, glaube ich, sogar davon geheilt. Okay, mehr kann ich nicht machen. Das ist nice. Naja, das Totem war hin, das war klar. Darum habe ich ein neues beschworen, damit wir immer noch 2 haben. Okay, es hat das meiste vorher gelöscht. Passt. Oh, der Kampf ist spannend. Wir überziehen ohne Ende, Leute, aber es wurscht. Der Kampf ist geil. Gefällt mir. Muss man mal richtig taktieren. Oh, sehr gut. Wenn meine Inkarnation noch 2 Runden durchhält, kann sie sich wieder am Gegner hochheilen. Achso. Oh Gott, und Grommel ist flankiert. Geil. Egal, dafür bin ich da. Au. You're dead. Ich glaube, du bist nicht mehr da.
wollte es ja nicht sagen, aber irgendwie bist du gerade weg. Der hat mit Feuertotem gekillt, der Drecksack. Henner. Also Sibyl, wenn du ihn heilen kannst, dann kann ich danach ihn wieder hochheilen ein bisschen. Obwohl, nee, kann ich das? Ihn heilen? In 4 Runden erst, ne. Wenn du ihn wieder lebendig machen kannst mit der Runde der Wiederbelebung. Ansonsten versuche ich das gleich. Ich hoffe, ich habe genug Punkte. Das wird meine ganze Runde fressen, aber ich mal was soll's. Nach mir ist Lose dran, also mein Toter wird bis dahin tot sein. Ich kann halt leider auch noch nicht heilen. Also erst in 3 Runden. Ach, oh, crap. Ich in 4. Nee, lass ihn uns nächste Runde wiederbeleben. Bis dahin bin ich tot. Wenn die 2 auf mich einstürmen, überlebe ich das nicht lange. Ich würde da gerne einen Blitz reinfeuern. Mach das. Ich stehe, glaube ich, nicht im Blut. Ich bin nur in der Blutwolke. Oh, doch, die kann auch unter Strom gesetzt werden. Oh, crap. Haha, wow, von da unten. Können die immer von unten immer... Das ist ja, ja voll das unfair. Das macht keinen Sinn. Also, wenn ich nicht wiederbeleben soll, kann ich 2 Sachen machen. Totem, Wassertotem. Wassertotem wird ihn blitzen, ne? Kannst auch ein Gift-Totem. Also ich kann ihn für eine Runde rausnehmen, wenn du mich wiederbelebst. Und ich dran bin vor ihm. Das ist halt die Frage, weil er kommt nach Lose dran und ich glaube nicht, dass du dann schon dabei bist. I don't know, ich bin ganz ehrlich ein bisschen ratlos, was ich machen soll. Also wenn du die magische Rüstung noch irgendwie runter bekommst, könnte ich ihn eventuell einfrieren in der nächsten Runde. Könnte ich hinbekommen mit dem fossilen Hieb. Das heißt Totem, fossiler Hieb? Also ich hoffe halt, dass die 1 bedeutet, dass ich das gleich machen kann. Ja, probier mal. Ich mach erstmal den fossilen Hieb. Oder ich könnte auch das mit random Zustand machen. Wenn ich ihn damit mit Blitz treffe, ist er vielleicht schon. Ja, mach. Oder ich zünd ihn an. Ich zünd seine Ebene da an. Oh ja, yeah, that's nice. I love it. Okay. Aber jetzt brennt dieser Delores auch. Mhm. Naja, dann verlieren wir ihn halt. Was soll's. Feuertotem? Wassertotem? Wassertotem könnte blitzen? I don't know what else. Ich mach mal ein Wassertotem, hat man noch nicht. Das ist dumm, dass die beisammen stehen. Ah, da hätte ich besser... Oh, sehr gut, der andere Typ ist nass. Vielleicht solltet ihr den einfrieren. Ich würde gerne auf diesen Delores, ehrlich gesagt, magische Rüstung machen, damit er vielleicht nicht stirbt. Er stirbt nicht, er brennt nicht. Er hat nur den Schaden vom Anzünden bekommen, weil er brennt nicht, er ist nur warm. Okay. Very nice. Jetzt kann Sibyl ihn killen, ohne dass er sich wehren kann. Oh, du bist verkrüppelt und wirst dich nicht bewegen können, aber ich hoffe, du hast Reichweite in irgendeiner Form. Ich denke nicht, dass ich auf ihn schießen kann. Crit! Der war ziemlich stark, der Crit. Oh, please don't. Achso, Sibyl, okay. Du hast doch einen Bogen in der Hand. Ja, aber er steht da in so einer Position. Okay. Bombe werfen? Ich versuche dich gleich wieder zu beleben. Auron. Krommelbommel. Alle Dude. Außerdem hat er noch Rüstung. Der Hundemeister überlebt nämlich nicht lang. Ja gut, der hat noch physische, ne? Ja. Ich greife lieber den Hundemeister an. Wer hat mein Öltotem vernichtet? Ach nee, das waren 3 Runden. Okay. Ja gut, der wird noch eine Runde... Also der ist jetzt noch eingefroren. Ich weiß nicht, wie lange, aber... Verliert vielleicht noch diese Runde. Dieser scheiß Waldläufer dahin ist noch fast unbeschädigt. Ey, das ist zum Kotzen. Okay. Noch ein Pfeil und der wäre tot. Keine Ahnung. Oh, please don't. Du Bastard. Okay, viel konnte er nicht machen. Soll ich Grommel wiederbeleben? Ja, wenn du kannst jetzt, ja. Ich kann, dann kann ich sonst nichts mehr machen. Wo willst du hin? Nein, funktioniert nicht so weit. Am besten irgendwo in die Nähe von dem, Ja. Genau.
finde ich nicht, denn wenn ich ihn neben den Eisfunzel setze, kommt der Hundemeister Schlicken sofort wieder tot. Der wird nämlich kaum Lebenspunkte haben. Oder der Eisfunzel, wenn der auftaucht, jetzt schlägt ihn tot. Das könnte nämlich auch passieren. Ich kann ihn nicht zu euch hochteleportieren. Ich kann nur bis zu dem Eisfunzel hin teleportieren. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Wahrscheinlich nicht. Ich führe es zum Eisfunzel. Ich könnte ihn zu mir teleportieren, damit er dann wieder hochgeheilt werden kann. In zwei Runden, aber er kann auch einen Heiltrank nehmen. Ja. Er muss nur drankommen, bevor der Hundetyp ihn wegmetzelt wieder. Von daher würde ich ihn lieber ein bisschen weiter nach hinten teleportieren. Er kann immer noch in den Kampf stürmen. Naja, aber ich meine, dann ist der Kampf eigentlich im Prinzip auch schon vorbei, ne? Ja, rechts ist noch ein Waldläufer, um den du dich kümmern kannst. Der Rest ist eh wurscht. Waldläufer, ja. Ich porte ihn nicht zum Waldläufer, nein. Ich will ihn weghaben davon, damit der Waldläufer ihn nicht kriegen kann und die anderen beiden, weil er wird nicht viel Lebenspunkte haben. Ich sag auch zum Wasser. Wie du willst. Ja. Das ist deine Beerdigung. Mit 19 Lebenspunkten, das ist ein One-Hit, by the way. Viel Spaß. Ja, wenn er vorher drankommt, was er nicht tut. Ja, er ist doch dran, oder nicht? Nein, er ist dran, wenn der Eistyp kommt. Wenn der Eistyp jetzt auftaucht und noch was tun darf, hat er ein Problem. Und da ich mir dessen nicht sicher bin... Have fun, ist dein Begräbnis. Ne, ein Glück, er durfte nichts machen, okay. Dann hat er nochmal die Chancen, Heiltrank zu nehmen. Ich bin sogar vor dem Hundemeister dran. Ja, gerade so. Ich würde den nicht angreifen an deiner Stelle. Wenn der Bogenschütze auf dich feuert, bist du tot. Ich hab was vor, keine Sorge. Maybe jetzt sogar noch. Danke. Very nice. Bitteschön. Ach so, das ging auch noch. Wow. Ja, mehr kann ich nicht machen. Wir haben Sachen zu erledigen, oder wie? Warum hält die Beschleunigung nur eine Runde an? Das finde ich ein bisschen gemein. Er kriegt also einmal zwei Bewegungen und plus 1 AP. Wow. Vielleicht wird das ja besser, je besser, also je intelligenter ich werde, vielleicht. Oder je besser die Pyrokinetik. Steht es dabei, dass die Intelligenz es verbessert? Wenn nicht, dann hat die Intelligenz nichts damit zu tun. Den Schwertkämpfer müsste ich euch überlassen, weil der noch so viel physische Rüstung hat. Das ist ja deren Problem, aber den kann ich killen von hier aus, kein Problem. Dann würde ich ihn folgendes machen. Der Hundemeister muss nur einmal hauen. Aber nimm Heiltrank bitte vorher. Mhm. Wenn er sich nämlich nicht heilt, ist vorbei. Dann kommt der Bogenschütze und killt ihn. Das sehe ich kommen. Ja. Und ich werde keine weitere Schriftrolle für dich verschwenden. Jetzt hat er physisch und magische Rüstung. Aber nicht viel. Nicht genug. Wenn er zwei Crits macht, ist er tot. Sehr gut. So. Und jetzt irgendeine Fähigkeit und metzel ihn nieder. Das ist okay. Oh, Delorus ist fast tot. Der hat doch nur zwei Lebenspunkte. Der brennt jetzt. Oh nein. Vielleicht heile ich ihn gleich schnell. Falls ich noch drankomme vorher. Ich hoffe es. Wenn nicht, ist er halt weg. Dann hat er vielleicht ein bisschen Fleisch liegen gelassen, damit wir wissen, was los ist. Wer weiß. Wir haben fast eine Stunde auf dem Part. Also. Oh je. Es wäre vielleicht gut, wenn wir ein klein bisschen schneller machen. Nein. Okay. Zerstör halt den Schemel mit dem wichtigen Schlüssel, der da so wunderschön liegt. Der Schlüssel ist unzerstörbar. Er brennt jetzt eh zu Tode, lass ihn in Ruhe. Beende einfach. Ja? Es lohnt nicht, ansonsten mach den Schwertkämpfer kaputt oder hau ihn an. Weil der Typ brennt zu Tode, der kriegt 5 Schaden. 4 bis 5 Schaden, der hat 4 Lebenspunkte, der ist tot. Ja, das bei dem lohnt sich auch nicht. So, 4. Dann renn Richtung Bogenschütze. Und der stirbt definitiv. Brennen macht 4 bis 5 Schadenspunkte. Okay. 5 bis 6 sogar pro Zug. Der ist tot. Brauchst du nichts mehr machen. Ist völlig unnötig, da Punkte zu verschwenden. Geh lieber zum Waldläufer. Wenn du den anderen nicht tot bekommst, dann hau ich den Schwertkämpfer kaputt. Ich müsste vor ihm drankommen. Ja, ich komme genau vor ihm dran. Okay, das geht nicht. Ich hoffe, meine Line of Sight lässt das zu. Du siehst so dead. Oh, ein Stufenaufstieg. Warum kriegst du ein Level Up vor uns? Weil ich eben den einen Typi getötet habe, wo ihr weggelaufen seid. Da habe ich 75 XP bekommen. Oh wirklich? Und wir gar nichts? Das ist ja voll fies. Kannst du den heilen, Delorus? Mit Erste Hilfe oder so? Ich weiß nicht, wie nah du dran sein musst dafür. Wunderbar, dann kann ich mir das nämlich sparen. Und er wird überleben. I hope. Oh
euch treffen, doch. Siehst du? Ja, sieht awesome. So aus, wenn... Du siehst ja wohl immer die Fähigkeiten langfliegen. Das fliegt genau durch die Platte, da, wo ich drauf stehe. Okay, Dolores wird auf jeden Fall jetzt überleben, wo das Feuer weg ist. Awesome. Das heißt, ich kann mich auch um den Waldläufer kümmern. Die Frage ist, habe ich was, was ihn trifft? I would, wenn der Weg nicht unterbrochen wäre, der Flug. Oh, ich kann einen AP einsetzen zum Gehen. Ich komme 5 Meter weit. Awesome. Perfekt. Gut, dann... Öllache bringt nicht viel, oder? Feuer wird dem nichts anhaben. Öllache würde dich wahrscheinlich eher behindern. Ich glaube, ich nehme einfach nur den hier. Gucke, was bei rumkommt. Der Bereich ist nicht so groß. Sehr schön. Goodbye, magisch. Und... I don't know. Oh, ich könnte einen Wassertotem dahin packen. Aber das könnte er wahrscheinlich killen, einfach so. Na gut, er kann alles killen. Er hat Fernkampf, ne? Ja, nehmen wir Wassertotem. Maybe it helps. Hahaha, Penner. Ich liebe die Totems, die sind so geil. Plötzlich steht neben dir ein Totem und schockt dich. Ups. Hallo. Und das Totem steht dir jetzt im Weg. Fuck. Außerdem, pass auf, dass du nicht geblitzdingst wirst. Ja, das ist jetzt wirklich ein bisschen ungünstig hier. Du kannst das Totem auch angreifen, wenn du willst. Hallo, tschüss. Ich glaube, dass du noch genug EP hast. Das würde mich sehr wundern. AP. Oh, das ist gut. Easy kill. Man hört dich nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Du kannst gehen in Richtung des Waldläufers zum Beispiel. Oder du könntest, I don't know, wen heilen oder so. Looten. Dolores. I don't know. Also am besten in Richtung des Waldläufers rennen, damit du vielleicht noch in der nächsten Runde was tun kannst, wenn er noch überlebt. Weil so viel Schaden machen wir nicht. Das wäre einfach 40 Schaden, beziehungsweise mehr. Das Grommel einfach mal 57 Schaden raushaut in der Runde. Das ist viel. Geht so. Noch nicht. Ich glaube nicht, dass es hinkriegt. Noch nicht. Dafür brauchen wir bessere Waffen. Die haben wir noch nicht. Genauso Sibyl. Ah, zu weit entfernt. Ja, ja, das ist nicht mehr das Problem. Ich konnte den nicht, auch nicht heilen. Ja, Grommel braucht die Heilung, sehe ich gerade. 22 Leben ohne Rüstung. Oh, damn. Und der Typ ist als nächstes dran. Und ist nicht geschockt, wie ich es gehofft hatte. Ja, ist versteinert. Ach so, stimmt. Ja gut, vielleicht darf man dann nicht mehr so viel machen. Ich weiß nicht, wie viel ihn das kostet. Ja, weiß ich nicht. Es kann auch sein, dass er einfach nur 2 AP kostet. Dann hast du ein Problem, weil dann trifft er dich noch. Das wäre jetzt zum Beispiel... Ob du ihn da siehst, in der Rauchwolke? Oh, wirklich. Gut. Ja, okay, er darf nichts machen. Awesome, dann hast du gewonnen. Soll ich dich heilen schnell? Kostet nicht viel. Ja, kannst du machen. Wir kosten mein Totem 2, meine Beschwörung kostet auch 2. Er darf was machen. Er hat nur weniger AP. Und er durfte nichts machen, er hat ja nichts getan. Ach so. Okay. Deswegen, ich hatte nämlich auch vermutet, dass es weniger AP sind, aber anscheinend nicht. Schockiert. Ich habe ihn versteinert. Ich habe ihn versteinert. Er hat ihn versteinert. Wir haben versteinert. Nicht nee, du hattest ihn nicht mehr versteinern können. Wenn er einmal versteinert ist, ist es vorbei. Jetzt müssen wir auch noch wenigstens das bisschen, was ich in diesem Kampf geleistet habe, absprechen. Ich will, dass er die Rüstung verliert, damit du mehr Schaden machst und ihn dann tötest. Außerdem triffst du ihn jetzt leichter, weil er flankiert ist. Und mein Vieh kann heilen. Wie geil ist das denn? Soll ich 2-mal draufhauen oder soll ich dich nochmal heilen? Overheal FTW? Wie du magst. Ich kriege jedes Mal, wenn ihr mich heilt, auch noch Rüstung dazu. Ja, aber nur magische. Äh,
Zielpunkt ist nicht zu erreichen. Ist nicht erreichbar. Der Waldläufer ist unerreicht. Sehr schön. Ich kann leider keinen Schaden mehr machen, weil mein Vieh kommt nicht an ihn ran. Was keinen Sinn macht, aber ist cool. Alles dafür steht's hinter ihm und dunstet. Er kann eh nichts mehr machen. Hau einfach drauf. Wurscht. Ja. Er ist schockiert. Er wird in der nächsten Runde wieder nichts machen können. Wir können ihn jetzt nur noch zerhacken. Und dann nicht mehr so lang, bitte. Weil der Part ist schon eine Stunde lang. Oh, Schilde hoch. Weil ich hau da. Hau da jetzt einfach drauf. Du bist fast voll. Nein. Hau ihn einfach... Oh. Hau ihn einfach um, wollte ich sagen. Wow, hast du viele AP auf einmal. Guck mal, da wird noch geblitzdingst. Geil. So, und jetzt kann Lose ihn töten. Er hat nur noch einen Lebenspunkt. Hau auf meine beschworenen Viecher drauf. Ist okay. Mal schauen, ob das überhaupt was trifft. Hey! Yeah, pretty much. Pretty much. Awesome, Leute. Dilophus spricht mich an. Machen wir das im nächsten Part? Ja, ja. Wir machen jetzt erstmal einen Cut. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt, Leute. Es war ein sehr langer Part. Ich hoffe, euch hat der Kampf so sehr gefallen wie mir zumindest. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Geht's euch so? Ja. Ja, der war cool. Also ich fand ihn super. Ich war die Hälfte des Kampfes tot. Ja, selber schuld, komm. wenn du mit mir reinrennst. Du hättest den Heiltrank nehmen sollen. Ja, eben. Außerdem haben wir wegen dir eine Schriftrolle schon wieder verschwendet, ne? Just saying. Du wolltest einfach nicht mitmachen, dich entspannen, gib's zu. Schreibt mir, was ihr vom Kampf gehalten habt. Haben wir uns gut angestellt, haben wir uns dumm angestellt? Wären wir besser zusammengeblieben oder noch besser aufgeteilt? Es gibt dafür nur eine Antwort. Wir waren scheiße, ja. Gut, lasst mir Bewertung da und bis bald, Leute. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss.